Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, Tomenik am Start mit einer neuen Ausgabe von Atari 800 XL Time. Und heute schaue ich mir ein Homebrew Game an, beziehungsweise zeige ich euch, denn ich habe es jetzt mal angespielt und muss sagen, hammer genial. Das Game heißt irgendwie X8 oder so. Und wie das aussieht, werdet ihr jetzt zu sehen kriegen, hoffe ich doch. Ja, indem ich hier mal den Fire-Button drücke, geht das da schon los? Okay, und ihr seht, das ist ein richtig geiles Shoot'em-up. Und wie man gleich sehen wird, es ist kein einfaches, aber es bietet schon jede Menge Power-Ups. Mal gucken, wie weit ich hier jetzt in meinem Warmspiel-Ründchen komme. Aber ich finde, das ist richtig geil gemacht. Auch mit den Gegner-Animationen. Wir haben coole Mucke. Mal gucken, wie weit ich komme. Baby Smart Bomb. Ah, oh, das war knapp. Und ich muss sagen, das ist richtig cool. Ich muss mich nur erstmal eine Runde warm zocken, glaube ich. Interessant noch, je weiter man nach rechts kommt, desto schneller schießt man. Und das läuft echt wunderbar. Jetzt habe ich natürlich eine Scheißwaffe, damit kriege ich nicht viel. Okay. Aber ich finde schon geil, dass es hier recht viele Power-Ups auch einzusammeln gibt. Man hat coole Mucke. Die Steuerung ist wirklich spot on. Boah, sehen, dass ich da schnell durchkomme. Verdammte Axt. Ja, das ist eine Scheißstelle. So, mal gucken, ob ich jetzt hier ein bisschen was gerissen kriege. Weil, als ich jetzt neulich einen kurzen Testzock gemacht habe, da bin ich, glaube ich, bis Level 4 immer hingekommen. Ich will mal gucken, wie weit ich jetzt komme hier. Ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Shoot'em-up, finde ich. Ja, ich glaube, der Schuss ist nicht schlecht. Was war das nochmal? Ach so. Na, was kommt jetzt? Oh, erstmal wieder so ein Ausweich. Zumindest ist man am Anfang so einen Sekundenbruchteil unverwundbar. Na, jetzt darf ich wieder anfangen, irgendwelche Sachen zu sammeln. Aber ich glaube, das wird schwer. Scheiße, das war nix. Yay, her damit. Wenigstens den Schuss ein bisschen verstärken. Boah. Oh, fuck. Diese Stellen, die finde ich echt kacke. Mal davon mal abgesehen. Ah, I steht für Unverwundbarkeit. Invincible. Ja, dann muss ich mal gucken, dass ich hier hoffentlich schnell durchkomme. Solange ich noch unverwundbar bin. Ob das eine gute Idee war? Na, jetzt ist die Unverwundbarkeit weg. Oh, was war das? Irgendwas habe ich da, glaube ich, eingesammelt. Ich dachte, dass ich kurz vorm Levelausgang wäre. Hier scrollt es nämlich nicht weiter. Kommt noch was? Nee. Mission geschafft. Okay, Level 2. Also ich mag den Sound, ich mag die Grafik, ich mag das Gameplay. Geiles Game. Und läuft auf einem normalen 800 XL. Also der ist ja nicht irgendwie modifiziert mit extra Speicher oder sowas. What you see is what you get. Das gilt auch fürs Videosignal. Ja, die Video-Output-Qualität vom 800 XL ist eben nicht die beste, wie ihr hier seht. Und er gibt auch nur Composite aus, solange man den nicht irgendwie moddet. Was ich aber nicht vorhabe. Na, vielleicht komme ich ja jetzt mal ein bisschen weiter hier. Wir leben noch. Das war Knapikowski. Schön ist, dass man den Feuerbutton gedrückt halten kann. Ja, solange hier nicht diese diagonal komisch schießenden Dinger kommen, wobei die kommen hier gleich wahrscheinlich.
Richtig nice. Richtig geiles Ballerspiel. Macht voll Bock. Ja, wäre ja cool, wenn ich noch ein bisschen weiter käme, dass ihr noch ein bisschen was seht. Boah. Bratz. Mal gucken, was besser ist. Ja, der schießt auf jeden Fall schneller. Ja, ich glaube, der Schuss ist nicht schlecht. Ja, schnell durch. Schnell weg, Kikowski, hier, du. Yeah. Wirklich nice. Gefällt mir richtig gut. Bratz, bratz, bratz. Hier hat man wenigstens nicht so viele von diesen Diagonaldingern. Dafür hat man halt viele von diesen Lichtschranken. Die sind halt auch nervig. Okay. Oh, sieht aus, als ob ich am Levelende angekommen bin. Uah. Oh, da kommt noch eine Reihe. Unverwundbar. Aber ich glaube, hier bin ich durch. Na? Kommt nichts mehr. Gut. Jawohl. Next Level. Level 3. Kriegen wir doch ein bisschen was zu sehen. Das finde ich gut. Level 3. Gaia. Ja, wollen wir mal gucken. Ja, ich glaube, ich bin neulich beim Testzock bis Level 4 gekommen. Wäre noch cool, wenn ich so weit käme. Dann kriegt ihr noch ein bisschen was zu sehen. Das wäre schon nice. Ja, hier, die kann ich leider nicht wegschießen. Dann ist auch dieses, dass man diagonal schießen kann, nichts. Oh, fuck. Ah, das ist scheiße. Ja, da bist du natürlich wieder voll degradiert, wenn du da hängen bleibst. Und die brauchen einfach mehrere Treffer. Und das macht das jetzt nicht so einfach. Was ist das? Aha. Ja, zwei Kugeln von den Scheißdingern und du bist tot. Das hasse ich wie die Pest. Aber davon abgesehen, geiles Game. Aber an diesen Stellen, an diesen Diagonalstellen, da komme ich echt nur schlecht durch. Oh, unverwundbar. Okay, danke. Das rettet mir vielleicht den Arsch. So. Solange ich unverwundbar bin, da können diese Diagonaldinger kommen. Schnell durch hier. So, jawohl. Da muss man, glaube ich, wirklich versuchen, möglichst schnell so durchzukommen. Ich glaube, ich behalte den Schuss lieber. Also ich versuch's. Ah, fuck! Ey, jedes Mal verliere ich da ein Leben. Das ist echt zum Kotzen. Aber sonst, ja, das war nice. Ich habe nichts auszusetzen an diesem Game. Das kann man sich echt mal geben, Leute. Richtig geiles Homebrew-Game. Richtig geiles Shoot'em-up für ein 800 XL. Boah, nur einen Schuss abgekriegt diesmal. Okay. Uah, durchgetaucht. Vorsicht. Ja, so ist gut. So ist nice. Das gefällt. Ich denke mal, mit L kann ich hoffentlich die Schusskraft verstärken. Unverwundbar. Bam. Bam, 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 bam. Ah, das war das. Okay. Oh, neue Lichtschranke. Laserlichtschranke. Ja, die sind auch animiert, die Gegner. Die sind zwar einfarbig, aber das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch, finde ich. Wow, wow, wow. Ja, ja, ja. Das war schon ein bisschen anspruchsvoller an der Stelle. Nee, danke. Ich behalte lieber den. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Okay. Sind wir am Levelausgang? Bratz, bratz. Kommt noch eine Welle? Ja. Ja, da stehe ich gut. Bam. Jawollo. Noch eine Welle. Okay.
Okay, knapp. Jawohl, wir kommen bis Level 4. Wie geil ist das bitte? Yippie-yay-yay. Level 4, Zeus. Okay, soweit bin ich beim Testzock auch gekommen. Das ist ja gut, dann kriegt er wenigstens mal noch bis dahin was zu sehen. Oh Gott, ja, jetzt wird's dann doch schon scheiß fies. Schnell weg hier dran vorbei. Okay. Jei. Ja, die diagonal schießenden Dinger helfen mir halt leider nicht bei den fest installierten. Ich treffe aber auch so nicht wirklich was. Das wird jetzt hier wirklich schon scheiße. Ja, das wird jetzt hier schon deutlich anspruchsvoller. Nur noch zwei Leben. Ja, ich glaube, allzu weit komme ich da jetzt nimmer. Aber immerhin, die Smart Bomb hat mir noch mal kurz so ein bisschen den Arsch gerettet. Ja, vor allem, das tritt dann hier kombiniert mit den... Oh, Lichtschrank auf. Scheiße. Schnell durch. Ja, ja, da gehen die Leben schnell zur Neige jetzt, weil diese Kombination aus diesen schräg schießenden Dingern und den Lichtschranken, dann ist schon eine fiese Sache. Aber was schön ist, ist, dass man den Feuerbutton gedrückt halten kann. Unverwundbar. Schnell durch. Das muss man ja nutzen, solange man das noch hat. Alter. Die halten ja schon ein bisschen was aus. Oh, yeah. Genau jetzt ist die Unverwundbarkeit wieder weg. Boah, danke für nix. Scheiße. Ja, ja, okay. Aber eben, das war mal ein kleiner Einblick in X8, 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 X durch 8, keine Ahnung. Aber absolut geil. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß und das taugt wirklich mal für ein Ründchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich freuen über ein Like. Und ansonsten noch geiler, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer der nächsten Ausgaben von was auch immer hier wieder. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis denne. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.